Sergei Lavrov gibt den Platzanweiser, die Deutsche und der Russe haben Gesprächsbedarf. Sitzen 2 Stunden zusammen, deutlich länger als geplant. Ein positives Zeichen. Beim Thema Ukraine ist das Ergebnis eher bescheiden. Annalena Baerbock spricht Klartext. In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen. Russische Soldaten trainieren an der ukrainischen Grenze den Häuserkampf. Die Ukraine halte sich nicht an Abmachungen, so Lavrov, und Russland könne auf seinem Gebiet machen, was es wolle. Die Durchführung von nötigen Maßnahmen für die eigene Sicherheit, das tut doch jedes Land. Wir können nicht Forderungen akzeptieren, die unsere Streitkräfte auf unserem eigenen Boden betreffen. Das hört sich nicht nach Einlenken an. Ein weiteres Treffen auch mit der Ukraine werde man natürlich prüfen. Aber immerhin redet man noch miteinander. Lavrov, bekannt als harter Hund, isst im Anschluss mit Baerbock noch zu Mittag. Schnell wird es wohl keine Entspannung an der Grenze zur Ukraine geben. Im Kanzleramt hat Olaf Scholz mit dem NATO-Generalsekretär das Treffen verfolgt. Wir erwarten von Russland, dass es die Lage deeskaliert. Dazu könnte zum Beispiel auch eine Reduzierung der Truppen an der ukrainischen Grenze gehören. Das Gegenteil ist aber der Fall. Weitere russische Soldaten sind, wie hier im letzten Herbst, zum Manöver in Belarus eingetroffen. Ort der Veranstaltung, die Grenzen von Litauen, Polen und der Ukraine.